Ihr kennt es und ihr liebt es. Heute präsentieren wir euch endlich wieder eine neue Folge von Nicht Lachen, in der Sandra und ich abwechselnd verschiedenste Performances ausführen, um uns gegenseitig zum Lachen zu bringen. Fertig! Das war jetzt schon ein Schmunzeln auf der Fresse. Okay, Luca, du weißt, ich liebe die TikTok übelst, ne? Und ich habe da so einen übelst heftigen Lieblings-TikToker. Und ich liebe vor allem seine ganz alten Videos. Du lachst. Du lachst jetzt schon. Dann ist ein Hund. Was? Das war doch kein Lachen. Ja. Nein, die sagen auch alle nein. Das war kein... Guck mal, wie die sich... Die weiß, sie hat einfach nichts auf Lager. Ja, komm, zeig mir deinen Lieblings-TikToker. Okay. Ich weiß eh, dass Laser Lukas. Jetzt? Da findest du nicht lustig? Ja, okay. Dann schauen wir uns gleich mal dein zweites TikTok. Schade, wenn man sich nur auf Kosten von anderen... Das ist genau unser Humor. Eigentlich ja, aber ich muss halt leider nicht lachen. Okay. Wir haben ein Kartendeck vorbereitet, wo allerdings eine Karte mit Sandras Gesicht gebimmt ist. Ich muss jetzt ein bisschen improvisieren, weil ich bin halt kein Zauberer, aber mal schauen. Ist auf jeden Fall besser, als alte TikToks zu zeigen. Fertig! Mathe, chill. Also, Versuch war's wert. Ich habe ein kleines Kartendeck vorbereitet. Ja. Skat. Kenne ich, mal gespielt? Ja. Spielt mein Durak mit, glaube ich, manchmal. Okay, ich habe keine Ahnung. Also, ich habe noch nie Skat gespielt, aber darum geht's mir auch nicht. Mir geht's einfach nur um Kartentricks. Denn die wenigsten wissen es wahrscheinlich, aber ich war damals ziemlich großer Meister der Magie. David Copperfield zum Beispiel ist mein Sohn. Und ja, ich habe hier so ein bisschen was vorbereitet. Ich würde jetzt erstmal die Karten dir hinhalten. Mhm. Und du kannst jetzt dir einfach hier so random eine Karte rausziehen. Mhm. Irgendeine. Okay? Ja, jetzt hast du sie mir gezeigt. Das ist jetzt natürlich blöd. Was? Ja, meine eigene nochmal. Das ist krass. Den nehme ich. Danke. Wir sehen uns gleich wieder. Dann zeige ich es dir auch. Ich tue es, als ob ich schlafe und du tust, als ob du mich prankst. Du hast mir nicht rasiert, schau mir hin. Mhm. Und du gehst mit einer Feder gleich dahin und dann bin ich so... Okay. Dann kriege ich das okay. Nicht ins Gesicht. Fertig. Fertig. Der geht halt so die ganze. Guck mal, der geht alles ab. Weißt du was, Sandra? Was? Ich habe nicht gelacht, aber ich gebe dir den Punkt. Einfach für den Aufwand, den du für diese Performance gerade hingelegt hast. Also, das ist wirklich. Den Punkt gebe ich dir. Mit so einem Effort hier reinzugehen ins Video ist krass. Wirklich mein Respekt. Hi. Hi. Skat, kennst du? Ja. Ich habe mir so ein Skat-Deck vorbereitet. Weil David Copperfield, kennst du ihn, ist so ein bekannter Magier, ja. Ist halt mein Sohn. Mhm. Und der hat von mir gelernt und ich habe einen Trick vorbereitet. Ja. Also, zieh eine Karte und ganz wichtig, zeig mir die Karte ja. Dich, okay? Ganz wichtig. Also, behalt die Karte, zeig sie vielleicht mal Yusuf da in die Kamera. Ich mach mal ein Foto davon, damit ich noch weiß, welches es war. Was? Ja, ich kann mir das nicht merken, ich weiß so nicht, wenig Vertrauen hast du in deinen Spatzenhirn? Ja. Das ist krass. So, die Kamera hat auch gesehen, welche Karte das ist. In Ordnung. Jetzt, ich sehe das nicht. Du schiebst sie irgendwo rein. Irgendwo, wo du möchtest. Okay. Ist drin? Ja. Okay. Ich kann jetzt einmal pusten. Ja. Die Karte geht wie durch Zauberhand nach oben. Okay. Jetzt kannst du mir sagen, ist das deine Karte? Nee. Hm. Nee, der zieht auch nicht mehr. Hm. Ja, dann packen wir halt gleich alte TikToks aus. Auch nicht. Aber freu dich auf dein nächstes. Jetzt mach den scheiß Vorhang zu, Mann! Mein größter Wunsch war schon immer, eine Torte im Gesicht zu haben. Deswegen werde ich dich, Luca, fragen, was mein größter Wunsch war. Sondern doch einfach dann gleich die Mal ins Gesicht. Es ist halt das Schwierige.
Hi. Hi. Was war immer mein größter Wunsch? Menderes heiraten? Ja, auch guter Point. Nee, ist nicht. Wodka-Fabrik haben? Nee, auch nicht. Boah, dann weiß ich nicht, keine Ahnung. Abitur bestehen? Nee, auch nicht. Soll ich raten? Ist das? Also der Wunsch ist, der geht schon ganz lange durch meinen Kopf. Also schon, ich glaube, seitdem ich 4 bin. Ach so, ja, Laser-Luca heiraten? Nee, da kann ich dich noch nicht. Seitdem du 4 bist, meinst du? Nee, dann keine Ahnung. Soll ich dir zeigen? Ja, ja. Eine Torte ins Gesicht. Nein, den gebe ich Sandra nicht. Bei dem vorhin habe ich nur geschmunzelt, jetzt war es auch nur ein Schmunzeln, jetzt kriegst du auf jeden Fall keinen Punkt. Es kann nicht sein, dass ich mir alles ins Gesicht dachte und du wieder. Ist das deine Strategie heute? Ja. Was klatschst du dir gleich ins Gesicht? Schokoladenwaffeln? Es kommt noch was? Auch noch Benjamin Blümchen-Torte. Ja, die können wir gleich essen. Den Belag müssen wir ein bisschen abmachen, aber dann können wir die Torte essen. Dein Barthahn da drin? Ja, ich habe es ökologisch gedacht. Wir können gleich alle noch zum Mittagspause essen. Also es ist einfallslos, wirklich. Also ich glaube, das ist jetzt die schlechteste Nicht-Lachen-Runde, die wir je hatten, wirklich. Laser. Dieses Ding ist auch nur noch am Quietschen, ey. So. Buh. Ah. Hey, zählt der? Nein, nein. Oh Mann. Ich habe einen kleinen Joke mit Reisetabletten vorbereitet. Das sind keine richtigen Tabletten, das ist irgendwie, keine Ahnung, Angozin ist das, keine Ahnung, was das genau ist, aber das machen wir jetzt. Ich weiß nicht, ob das witzig sein wird, aber mal gucken. Ich meine, die klatscht sich Torten ins Gesicht. Fertig! Hi. Hi. Ich habe hier eine Reisetablette. Mhm. Ich nehme die mal kurz, okay? Ja. Du bist so ein schlechter Schauspieler, Luca. Funktioniert irgendwie noch nicht, warte. Muss ich direkt mal noch eine nehmen. Moment. Nee. Hä? Wie viele muss ich denn nehmen? Warte, ich nehme nochmal. Ich nehme zwei auf einmal nochmal. Ich hab nur noch eine. Warte mal. Ich jetzt nochmal die letzte. Du bist so ein schlechter Schauspieler, Luca. 5 Stück, warte. Das ist Dempanaton-Überdosis, weißt du das? 5 Stück? Ich hab jetzt 5 Reisetabletten genommen. Mhm. Und ich bin immer noch hier. Ja. Hä? Wie? Das war der Witz. Reisetabletten. Ich bin ja immer noch hier, wo ich schon 5 reise. Ich bin noch immer nicht auf... Also, da musst du dir auf jeden Fall schon was Einfallreicheres einfallen lassen. Also, ich bin ganz ehrlich, wenn ich genau das nehmen würde, war da ein Lachen mit drin. Wir blenden es euch immer ganz kurz ein. Du bist so ein schlechter Schauspieler, Luca. Es war eigentlich ein Lachen drin und ich habe dir den vorhin gegeben mit ins Gesicht klatschen mit Rasierschaum. Aber gut. Wenn man so spielen möchte, ist in Ordnung. Man braucht schon Lacher. Ab jetzt lache ich eh nicht mehr, Sandra. Ab jetzt kannst du dir gern von mir das Kölner Dom in die Fresse jetzt werfen. Ist mir egal. Der hat gesagt, dass er safe nicht lachen wird. Aber ich werde den einfach kitzeln, dann wird er safe lachen. Fertig. Ah! Ah! Ah, das wehgetan. Ah! Ja, gelacht! Ah! Alter! So, weil Luca. Das hat einfach nicht gekitzelt, das hat einfach wehgetan. Du hast gelacht. Das war krank. So, Luca hat gesagt, dass er safe nicht mehr lachen wird. Jetzt habe ich einen safe Punkt. Ich wollte eigentlich was anderes machen, aber es hat mich so provoziert, dass du gesagt hast, du wirst nicht mehr lachen. So krank. Meine nächste Idee, ey, das ist so krass, weil meine nächste Idee hat so lange Vorbereitungszeit gekostet und ich mache mit sowas jetzt einen Punkt. Hier. Ich mache genau das Gleiche wie Sandra. Exakt das Gleiche. Fertig. Oh mein Gott, ich wusste es erkennen. Ich bin jetzt Ey, lass Deal machen, ab jetzt nicht mehr, okay? Man darf nicht mehr kitzeln. Okay. Haben wir irgendwas Föhnartiges da? Achso, Klimawaffel. Ja, perfekt. Gut, dass wir immer solche Scheißprodukte testen. Wir machen jetzt mal eine Ordnung. Ich gehe als Rocker raus. Irgendeiner von euch muss gleich lizenzfreie Rockermusik anmachen. Auf ein Handy. Und ich gehe dann mit diesen Haaren hoch. Nimmt man das hier? Oder dann gehe ich so rein.
Genau, Alex, das muss hier immer trocknen, deswegen musst du es füllen. Leute, sägt da irgendwer? Oder ist das bei euch? Was? Bei uns. Was? Das ist alles gut. Einfach weitermachen. Leute, ist das Sägen bei euch? Ja. So. The fuck? Ich höre das sogar durch diese Kopfhörer. So haben wir das letzte Mal auch gemacht. Oh mein Gott. Leute? Ja. Ja. Dauert noch ein bisschen. Wie? Dauert. Was dauert noch? Wie lang? Das? Die Struktur steht. Jetzt muss einfach alles in die Länge. Ey, wie lange braucht ihr denn noch? Dauert noch. Wie, was denn dauert noch? Wenn das jetzt noch eine halbe Stunde dauert, können wir es ja nicht machen. Dauert noch. Oh, das nervt so toll, ey. Digga, ihr seid da schon seit 10 Minuten. Was, baut ihr ein Haus? Ja. Hm. Alex? Ja. Nichts. Scheiße. Scheiße. Wie lange noch? Halt die Fresse! Mann, ich sitze hier, ich höre nichts. Ich sehe nichts. Fertig. Ah, Madame Monsieur. Ey, krank, ich habe ja Ohren. Rock'n'Roll, baby! Dafür habt ihr eine Viertelstunde gebraucht? Luca, ich hab hier eine ganze... Haben wir die Rechte an der Musik? Das extra drauf geachtet! Weil ich werde so oder so nicht lachen. Luca, ich hab mir... Weißt du, was hier drin ist? Mhm. Eine ganze Flasche Haarspray. Ich habe mich heute komplett auseinandergenommen. Mit, wir haben es gerade beseitigt. Wer solltest du denn sein? Elvis Presley? Ja! Meine Haare sollten richtig hier oben sein. Jetzt haben wir es sogar mit Klebeband zugeklebt. Ihr habt deine Haare mit Klebeband zugeklebt. Es hat nicht funktioniert. Ey, ich würde dir auch hier eigentlich gerne den Punkt geben, aber kann ich nicht. Ja, ich lieg, glaube ich, so hinten. Ciao, Alter. Einfach Mogli. Ich sag dir ganz ehrlich, das nächste Mal, ich kitzel dich einfach 7 Mal. Wir haben gesagt, wir machen ohne Kitzeln. Ich habe eh nur noch eine Sache. Ich auch sehr, nur noch eine Sache, aber das ist krass. Dass ihr, ich dachte, ihr baut eine Box. Das war Haarspray? Ja. Krank, das hat sich angehört wie eine Kettensäge. Ich dachte, die baut eine Box. Packung Haarspray. Alex meinte auch, der musste im Baumarkt. Ich dachte, die baut eine Box und du kommst in irgendeiner Box hier an. Und als erst Alex da stand, dachte ich nur so, ich habe direkt hinter mich geguckt, weil ich dachte, du kitzelst wieder. Zum Ende hin haben wir jetzt noch eine kleine Präsentation, wo wir versuchen, den perfekten Boyfriend für Sandra zu finden. Mal schauen, ob es möglich sein wird. Fertig! Wenn du gelacht hättest, hätte ich Punkt so dick genommen mit Herz. Wirklich. Nee, es fühlt sich einfach an wie ein Fiebertraum. Meine Haare sind so platt gedrückt von dieser Maske. Also Sandra, das ist mit unserem kleinen Malheur hier immer außen vor. Wir sind ja hier aus ernsten Themen und beschäftigen uns heute mit der verzweifelten Suche einer Frau nach der Liebe des Lebens. Wir haben eine Präsentation vorbereitet. Okay. Es geht um den perfekten Boyfriend für Selfie, Sandra. Ja, für mich? Okay. Ja. Starten wir direkt. Welche Kriterien muss denn der perfekte Boyfriend für Sandra erfüllen? Darf ich die jetzt beantworten oder hast du schon selber beantwortet? Das habe ich ja natürlich aufgelistet. Wir haben ja hier eine Präsentation heute. Erstens, er muss natürlich reich sein. Ja, ich bin Materialist. Er muss gut gebaut sein, aber darf natürlich keinen Sport machen, weil du hast keinen Bock auf Sport. Richtig, ja. Dann haben wir uns die zwei unsportlichsten YouTuber Deutschlands rausgesucht hier. Beide nicht mein Typ. Drittens, er fährt natürlich AMG. Nein. Das ist krass. Das war auf jeden Fall ein Lachen. Ja, wegen dem Rechten. Wie heißt der nochmal? ApoRed. ApoRed. Wir machen trotzdem mal weiter mit der Präsentation, Sandra. Er liebt natürlich das Rauchen. Ne? Bei dir geht's auch nicht ohne Rauchen. Liegt auch McDonald's. Schon wieder ein Lachen. Den Punkt nehme ich auch. Mit Herz. Zwei schon. Nein, das ist jetzt mein Lachen nur McDonald's. Einmal. Also, und natürlich trinkt extrem gerne Bier. Ja, das sind richtig. So die Kriterien. Also, kommen wir hier nochmal direkt zur Auswahl, die wir zusammengestellt haben. Wir haben als allererstes Revinzeit. Pluspunkt, der ist ein lustiger Kerl, Frauenheld und DJ. Die ersten beiden Sachen würde ich sagen, nein. Frauenheld ist ja nicht lustig, auch nicht DJ ist er. Minuspunkte, der Beziehungsstatus aktuell relativ unklar. Das weiß man jetzt nicht so genau, was jetzt genau Phase ist aktuell. Dann haben wir Wi-Fi-D. Pluspunkt ist natürlich, dass er fast alle Videos bei McDonald's dreht. Minuspunkte allerdings in einer glücklichen Beziehung. Ja, den kenne ich sogar. Ja. Dritte Person, Mendelis. Spätestens jetzt habe ich den Punkt auf jeden Fall safe.
Pro natürlich, er kann sehr gut singen und er kennt Dieter Bohlen. Ja. Minus allerdings ist wenig bekannt zu seinem Beziehungsstatus und natürlich auch zu seiner finanziellen das Situation. Das stimmt, ja. Das weiß man nicht gut so ganz. Mark Forster. Ja, perfekt. Er ist berühmt und ja. Internet-Meme. Minus allerdings, er fährt kein AMG. Und wir haben auch keine Informationen zu seinem Körperbau. Und er ist verheiratet mit Lena Gerke. Lena Meyer-Sohn. Lena Meyer-Sohn, genau. Und als letzter bei Laser Luca. Pluspunkt ist alles perfekt, denn er ist Laser Luca, aber Minuspunkt ist halt kein AMG und er hasst Rauchen. Ja. Ja, das ist die Präsentation. Für wen würden Sie sich entscheiden? Menderes. Okay. Dann blenden wir euch jetzt hier mal den Punktestand ein. Ich weiß gerade nicht, wer gewonnen hat. Du hast auf jeden Fall gewonnen. Also ich habe mir alles ins Gesicht geklatscht, du hast ja nicht einmal gelacht. Also für dich ich habe mir so fucking viel Mühe dafür gegeben. Und dass ich keine... Also Mühe ist Quatsch, du hast dir zweimal was ins Gesicht gedonnert. Ja, und das ist Mühe. Und guck dir mal meine Haare an, Laser. Okay, du hast dir dreimal was ins Gesicht gedonnert, das Haarspray auch nochmal. Und das Ding ist eingestürzt. Also Leute, wenn das nicht eine super Folge war, weiß ich auch nicht. Ja, essen wir jetzt Benjamin-Tür-Torte oder was?